Dann haben wir vorab noch die Introduction, bin ich nicht eingegangen drauf. Databases sind Datenbanken drin, einmal zu CGM2 und auch zum ganz normalen Vicon Nexus Daten. Die kann man auch immer bei Vicon direkt runterladen. Es ist hier einfach nochmals abgelegt für jemand, der es dann gleich haben möchte. Dann Details zu Plugin Gate. CGM2 werde ich nicht im Detail anschauen. Was ich darauf eingehen werde, ist der Quick Report. Der Quick Report ist ein gutes Tool, um eine schnelle Konsistenzprüfung zu machen von aufgezeichneten Daten. Da kann man direkt on the fly sagen, ja, der Datensatz möchte ich, den möchte ich nicht. Da gibt es so kleine Case Studies dazu, so wie Showreel und ein Project. Jetzt fange ich gleich mal mit Nexus an. Jetzt in der Zwischenzeit ist auch Nexus 2.12 erhältlich, das ich jetzt dann gleich rüberziehe auf den ersten Bildschirm, damit es auch jeder sehen kann. Das geht einen Augenblick. Jetzt ist es da. Wenn man Nexus 2.12 öffnet, dann geht das normal auf. Wir haben auf der linken Seite unsere ganzen System-Sachen, Subject. In der Mitte haben wir unsere Anzeige, sei es jetzt in dem Fall die 3D-Ansicht oder aber eine Kamera oder Graphen sowie ein Subject Viewer, den zeige ich nachher auch noch. Und ganz rechts haben wir unsere Tools. Das letzte Mal haben wir gesehen, die Kalibration, auf die gehen wir nicht ein. Da gibt es ein Subject. Was wir vor allem heute machen werden, sind Labeling und unsere Pipeline. Also hier drin werden wir arbeiten und hier in den Pipelines. Wir fangen jetzt gleich mal an mit dem Webinar und zwar mit dem Subject Preparation. Subject Preparation, da starte ich mit dem statischen Teil. In unserem Fall öffne ich den gleich. Und um das 1 zu 1 zu zeigen, gehen wir 1 zu 1 durch. In unserem Fall wähle ich jetzt zuerst mal ein neues Template aus. Create a new subject from a labeling skeleton template. Jetzt unsere Daten wurden aufgezeichnet. Wir haben hier einige Daten. Einige Templates mit dem Plugin Gate Full Body AI, dann wähle ich das auch aus und jetzt gebe ich dem mal einen Subject Namen. Unser Subject Name für heute ist Martin. Martin wurde angelegt. Sobald ein Sternchen da ist, dann ist es noch nicht gespeichert. Das Martin wurde noch nicht abgespeichert. Dann kann ich mal Martin anklicken. Wir sehen jetzt auf der linken Seite, dass einige Sachen müssen eingegeben werden. Alles, was eingegeben werden muss, ist rot hinterlegt. Body Mass, Height, Leg Length, Knee Width, Ankle Width, Shoulder Offset und so weiter. Der erste Schritt ist jetzt, dass wir überhaupt mal etwas sehen, ist eine Rekonstruktion. Dafür gibt es schon einen fest hinterlegten Button. Runs Reconstruct Pipeline. Wie immer, wenn etwas unklar ist, kann man auch mit dem Tooltip drüber gehen. Also mit der Maus drüber gehen, da kommt ein Tooltip. In unserem Fall lassen wir jetzt mal die Pipeline laufen. Im Hintergrund haben wir dann gehört, wie die Stimme gesagt hat, Pipeline sei gelaufen. Und wir geben jetzt mal die Body Mass ein. Ich gebe jetzt mal 70 ein als Beispiel, das war bei dem Proband auch. Dann vielleicht 1700. Muss ich eine 1 noch zuerst wählen, dass wir es richtig haben. Dann die Beinlänge, die gebe ich jetzt einfach mal ein. Auf die ganzen Eingaben gehe ich nachher ein. Da mache ich mal 800, 900 macht mehr Sinn. Dann haben wir Knee Width. Knee Width ist 120 in unserem Fall. Ankle Width ist 90. Shoulder Offset machen wir 50. Elbow Width mache ich 80. Wrist Thickness machen wir 50. Hand Thickness 30, das sind alles anthropometrische Daten, die werden direkt am Probanden gemessen. Da gibt es ein Plugin Gate Manual dazu, da steht drin beschrieben, wie man es misst. Und ich gebe jetzt einfach ein, damit wir diesen Ablauf mal sehen. Ankle Width 90. Ich mache es jetzt symmetrisch. Unser Proband ist symmetrisch, links und rechts. Das heißt, dann müsste ich hier 50 machen. Dann machen wir 80. Nochmals eine 50 und eine 30 für die Hand Thickness. Jetzt haben wir das. Dann fangen wir an mit der Pipeline.
Die Pipeline ist jetzt hier schon vorbereitet. Sollte sie nicht vorbereitet sein, kann man die aus diesen einzelnen Pipeline Operations, Available Operations zusammenstellen, wie man es haben möchte. In unserem Fall fange ich direkt mal an mit einem Teil, der schon vordefiniert ist, in unserem Fall 1a Webinar Static. Ich verwende gerne 1 und die Zahlen 1, 2, 3, je nachdem. Meistens ist die 1 bei mir für die statischen Sachen, 2 für dynamisch. Da kann man es unterscheiden oder man könnte einen Block machen. 1 ist für ein Teil, Typ von Daten oder was auch immer. In unserem Fall ist es jetzt 1a Webinar Static. Die Rekonstruktion hier, die haben wir hier drüben schon mit diesem Icon ausgeführt. Das heißt, es ist schon rekonstruiert. Wir sehen die 3D-Daten. Der nächste Schritt ist jetzt, wenn der Proband normal dasteht, wie das Subject gebaut wurde, dann kann ich direkt Outer Label Static ausführen. Und dann wird dieses Labeling automatisch ausgeführt. Sollte er jetzt Fehler gemacht haben, dann kann ich das von Hand nachlabeln oder aber ich zeige es mal kurz, wie man es dann von Hand macht. Und zwar, ich unlabele das Ganze und jetzt gehe ich einfach mal von Hand durch. Also wenn das jetzt nicht funktionieren würde oder ich das nicht verwenden möchte, kann ich selbstverständlich das auch von Hand machen. Ich klicke den ersten an, dann habe ich jetzt Left Front Head und dann mit dem Auto Advanced Selection hüpft er gleich weiter zum nächsten Marker. Und das Schöne hier ist, der zeigt mir immer genau den Tag an. Und ich weiß, hier in der 3D-Ansicht stelle ich mich immer hinter den Probanden. Dann ist links bleibt links, rechts bleibt rechts. Und ich gehe immer von oben nach unten durch. Das ist in unserem Fall Left Front Head, Right Front Head, Left Back Head, Right Back Head. Dann drehe ich ihn ein bisschen. Dann habe ich C7, T10. T10 war falsch, habe ich jetzt gemerkt. Das habe ich hier als T10 gemacht. Wenn ich nicht weiß, was ich angewählt habe oder wie ich es benannt habe, kann ich mit Control und Space mir die einzelnen Labels anzeigen. In unserem Fall sehe ich, T10 ist falsch. Oder ich kann einen einzelnen anwählen, Control und Space drücken, dann sehe ich hier T10. Das war jetzt falsch. Jetzt kann ich nochmals rübergehen und einfach weitermachen mit T10 und sagen, da ist der T10. Dann geht es weiter mit Clav und Stern. Und jetzt hüpfe ich zurück zu Right Back. In unserem Fall ist jetzt momentan der Kopf und der Thorax gelabelt. Dann mache ich weiter mit Left Shoulder. Wie gesagt, immer von links nach rechts, von oben nach unten. Dann habe ich Left Elbow, Left Upper Arm. Dann kommt Left Elbow, Left Shoulder, Left Upper Arm, Left Elbow. Dann kommt Left Forearm. Dann kommt Left Wrist A, das ist innen. Und B ist außen und wir schließen mit dem Finger ab den rechten Arm. Dasselbe machen wir jetzt, den linken Arm, dasselbe machen wir jetzt rechts. Gehen hier durch. A, B, Finger. Bei der Hüfte genau gleich wie beim Kopf. Da haben wir Left, Assis, Right, Right. Gut. Und dann gehen wir jetzt zum rechten Bein. Thigh, Knee, Tip. Ankle, Heel und Toe. Dasselbe machen wir jetzt rechts. Wenn ich am Ende angekommen bin, geht er automatisch aus dem Labeling Mode raus und das Ganze wird heller. Jetzt ist das abgeschlossen. Der nächste Schritt ist, wir müssen jetzt dem System sagen, was er jetzt hier reinrechnen soll, beziehungsweise dass das Skelett reinrechnen soll. Da mache ich ein Scale. Subject VSK, Pipeline ended. Static Skeleton Calibration, Markers only. Pipeline ended. Und jetzt haben wir das Labeling-Modell abgeschlossen und dann schließen wir ab mit dem Plugin Gate Static Model. Was hier jetzt passiert, wenn ich das laufen lasse, ist, der berechnet mir gewisse noch fehlende Parameter, die wir dann hier unten dann sehen. Pipeline ended. Nur zum Zeigen. Ja. Okay. Jetzt im Hintergrund, was er jetzt hier genommen hat, vor allem hier drin, ist wichtig. Hier gibt man die Markergröße ein. Die Markergröße ist relevant. Die wird abgezogen, zum Beispiel bei der Berechnung von dem Kniemittelpunkt und Sprunggelenksmittelpunkt, weil das liegt ja nicht direkt auf dem Knie, der Marker, sondern liegt genau einen halben Markerdurchmesser vom Knie entfernt, der Mittelpunkt.
Und dann auch noch, wir können hier noch als Horizontal, Left Foot und Right Foot, als horizontal annehmen, so wie auch, dass der Kopf gerade ausschaut. Habe ich jetzt nicht gemacht, ich habe die nicht angewählt, kann ich anwählen, wenn der Proband auch tatsächlich so gerade dasteht. In unserem Fall ist das jetzt abgeschlossen. Die statische Aufnahme ist soweit fertig. Jetzt kann ich genau die verwenden, die Information, um später meinen dynamischen Trial zu labeln. Das heißt, ich gehe jetzt gleich weiter zum dynamischen Trial, um das hier zu zeigen. Sage ich Save Changes, ja, das speichere ich ab. Martin ist abgespeichert. In unserem Fall sehen wir jetzt im Hintergrund einen Mic, der angewählt ist. Den wähle ich ab, wähle Martin an und ich fange jetzt an, auch hier wieder mit einer Rekonstruktion, nur mal zu zeigen, was wir sehen. Nach der Rekonstruktion sehen wir nur die Markerdaten. Wenn ich jetzt Rekonstruktion und Labeling mache, als Beispiel, dann nimmt er die Labeling-Daten, die Labeling-Information vom Labeling-Subject und labelt meinen dynamischen Trial. Gut. Für das Dynamische habe ich eine Pipeline vorbereitet. Das ist die Webinar Dynamic. Hier drin habe ich Combine Processing, das war die Reconstruction und Label. Habe ich über dieses Icon schon ausgeführt. Muss ich ein zweites Mal ausführen. Dann kann ich Detect Events machen von Forceplate, Autocorrelate Events und Fill Gaps mit Waltering, sowie auch Filter Trajectories Waltering und Process Dynamic Plugin Gate Model, das uns die Winkel gibt. Danach mit dem Export erhalte ich hier ein P, was hier noch nicht da ist. Das komme ich gleich ein. In unserem Fall lasse ich das mal durchlaufen. Jetzt erkennt er zwei Kraftmessplattentreffer. Einmal zuerst auf der rechten Platte, die jetzt hier grün ist, und einmal dann links. Und hier unten erhalte ich jeweils ein Foot Strike und Toe Off für links und für rechts dasselbe. Und mit Autocorrelate Events nimmt er diese Information über die Marker und korreliert das in die Vergangenheit sowie in die Zukunft. Dann erhalte ich mehrere Schritte. Zwei Doppelschritte ist ideal oder ein Doppelschritt ist auch schon gut zu haben. Nur je ein Schritt ist ein bisschen knapp. Also das ist ein schönes Bild. Dem kann man auch schon etwas auswerten. Dann haben wir hier, das nächste ist Fill Gaps mit Waltering. Über Labeling kann ich mal die Gaps anschauen, wie viele Lücken das überhaupt hat. Zeigt es mir hier unten an. Das ist eine Variante. Eine sehr schnelle visuelle Variante ist über Quality. Da sagt mir 136 Gaps und links oben sind die besten Daten ohne Lücken meistens und rechts unten die, die am meisten Lücken behaftet sind, sind hier rechts unten. In unserem Fall füllen wir jetzt mal die Lücken mit dem Waltering. Da können wir, wenn der Trial zu lange außerhalb des Volumens anfängt, zuerst zuschneiden, ist empfehlenswert. Habe ich jetzt hier nicht gemacht. Dann das nächste ist Filter Trajectories mit Waltering. Da kann ich noch filtern. Ich würde jetzt, bevor ich filtere, mal die Lücken füllen. Das werde ich jetzt mal kurz anhand von ein paar Füllmethoden zeigen und danach möchte ich erklären, was hier überhaupt drin steht und warum man diese Files benötigt. Viele sehen einfach diese Files, sind schön farblich kodiert, aber was bedeuten die? Das werde ich im Anschluss gleich erklären. Wir haben jetzt beim Füllen, gehe ich hier auf Labeling, zeigt mir hier die Lücken an. Dann habe ich jetzt hier zum Beispiel ein C7. Jetzt sehe ich, das ist schon weit außerhalb von meinem Aufnahmevolumen. Dann ziehe ich den einfach mal zu. Mit dem schneide ich den Trial zu. Und jetzt kann ich den auch hier hinten zuschneiden. Und wenn ich hier draufklicke, kann ich sagen, Clear Events outside of Region of Interest. Dann löscht man diese Events raus. Jetzt sehen wir auch schon, hier sind ein paar Lücken weggegangen. Dann konzentriere ich mich nur noch auf die Lücken, die relevant sind. Wenn ich jetzt das genau betrachte, sehe ich, ich habe eigentlich zu wenig zugeschnitten. Ich schneide noch einen Tick mehr zu, vielleicht so. Einfach, dass wir noch ein paar Lücken haben zum Füllen. Dann sage ich jetzt hier wieder Events, Clear Events, Outside of Region of Interest. Dann sind die auch weg. Ich will keine Events, die außerhalb liegen. Die bringen mir nichts. Jetzt fülle ich diese Lücke, dieser Marker, diese Trajektorie, LWRA, hat eine Lücke mit einer Länge von 16 Frames.
In unserem Fall können wir das jetzt auch entweder mit einem Spline-Fillen füllen, hier in Rot. Das wäre diese rote Linie, die ist nicht ganz optimal. Dann gibt es ein Pattern-Fill, das wäre eine grüne Linie. Sobald wir hier unten einen Source ausgewählt haben, so wie ein Rigid Body Fill oder ein Kinematic Fill. Kinematic Fill, hierfür muss ich das Labeling-Skelett zuerst reinrechnen. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Wir würden jetzt auf einen Pattern Fill gehen und wir würden jetzt sagen, dieser Marker hier, der verhält sich ungefähr wie der Marker hier. Also LWRA hat ungefähr denselben Verlauf wie LWRB, der hier ist. Hierfür wähle ich diesen Marker aus. Und was er jetzt anzeigt, wäre die Bewegung hier von dem unteren Marker LWRB appliziert auf LWRA als grüne Kurve. Wenn mir die gefällt, sage ich einfach Fill. Mir gefällt die jetzt, ich finde die gut. Sollte ich die noch korrigieren möchten, kann ich das immer noch machen, indem ich einfach dann nochmals mit Ctrl-Z die Lücke wiederherstelle und mir etwas anderes suche, um die zu füllen. Ich könnte zum Beispiel sagen, das verhält sich in der Schwungphase ungefähr wie ein Rigid Body vom LWRB, Finger und Vorarm. Hierfür würde ich dann Pixource nehmen, den, den und den. Und dann habe ich hier die Unterschiede. Und jetzt sehe ich eigentlich die rote Kurve. Ich bin voll reingezoomt. Ich weiß, dass man es kaum sieht. Die rote Kurve als Spline, die als Rigid Body Fill und die grüne als Copy Pattern. Also die Copy Pattern ist immer noch am besten, dann nehme ich das und sage Fill. Dann gehe ich zur nächsten Lücke. Hier haben wir jetzt den Kopf, der ist ein bisschen rigider. Am Kopf kann ich tatsächlich direkt mit einem Rigid Body Fill arbeiten und dann wähle ich das an und sage Fill. Gut, jetzt hat er das gefüllt. Dann haben wir noch eine einzige Lücke, unser T10. Wenn möglich, verwende ich immer Rigid Body Fill, Spline Fill nur für kurze Lücken, kleine Lücken und Pattern Fill verwende ich dann, wenn ich eine parallele Bewegung habe in einer Schwungphase vom schwingenden Arm oder schwingendes Bein, so etwas. In unserem Fall haben wir jetzt noch diese T10 Lücke, die hat jetzt genau ein Frame bzw. zwei Frames. Die fülle ich jetzt aber auch, nur um es zu zeigen, die letzte Variante mit einem Kinematic Fill. Für den Kinematic Fill muss ich zuerst noch das kinematische Labeling-Modell reinrechnen und hierfür muss ich in die Pipeline gehen. Dann wäre das hier, wären wir hingekommen. Dann gehen wir jetzt hier auf Co-Processing, beziehungsweise Co-Processing, ist richtig, Kinematic Fit. Ich ziehe das an den richtigen Ort. Zum Beispiel hier hin, wenn ich den hier haben möchte, speichere das. Und wenn ich jetzt einen Kinematic Fit reinrechne, dann sehen wir, unser Labeling-Modell liegt hier drin. Wir sehen jeden Marker doppelt. Das ist einmal gehört zum Labeling-Modell und einmal ist er effektiv aufgezeichnete Marker. Bei uns ist jetzt noch der T10er mit einer Lücke behaftet. Wir wählen den nochmals an. Und jetzt sage ich, der T10er sollte jetzt über ein Segment gefüllt werden, da muss ich ein Segment wählen, da macht es Sinn, den Thorax, das Labeling-Segment zu nehmen und dann sage ich Fill. Jetzt wurde der gefüllt. Momentan habe ich gar keine Lücken mehr. Ich kann auf meine Quality gehen. Wir sehen hier 99% labeled. Das kann sein, dass am Ende noch ein Stück fehlt von einem Marker. Das heißt, ich gehe jetzt mal durch und schaue mal das an. Hier vorne vielleicht. Oder am Anfang etwas fehlt, das ist am Anfang, wo der T10er fehlt. Etwas, was am Anfang fehlt, kann er nicht füllen, weil er keine Information hat. Es ist nicht eine Lücke, sondern es ist einfach eine Trajektorie, die nicht vollständig ist. In unserem Fall würde ich sogar sagen, wir schneiden den jetzt mal zu. Jetzt haben wir das gemerkt. Okay, wir schneiden den zu bis hierhin. Und auch hier wieder gehe ich auf Clear Events. Clear Events Outside of Interest. Jetzt bin ich fertig mit diesem Trial. Die Lücken sind gefüllt. Das Einzige, was jetzt noch übrig bleibt, ist jetzt noch das Filtern. Run. Und wenn ich jetzt noch die ganzen Parameter berechne, also Knee Angles und so weiter, die Model Outputs, dann kommen die hier rein. Dann kommen wir hier auf Process. Dann sehen wir die gleich.
Als Controller kann ich jetzt das gleich mal anschauen und dann nehme ich gerne den Left Knee Angle, irgendeinen Kniewinkel, den erkennt man gut. Und jetzt sehen wir hier oben die Flexion Extension, Abduction und die Rotation. Und das sieht eigentlich gut aus. So ist er auch gegangen, unser Proband. Jetzt bin ich fertig. Jetzt kann ich das exportieren. Ich mache das mal das Data Management auf, mache das wieder zu. Sobald ich das exportiere als C3D, erhalte ich hier unten ein P. Auf die Information, also auf die Bezeichnung, gehe ich nachher gleich ein. Pipeline ended. Und zwar, jetzt ist dieser Trial fertig. Jetzt haben wir hier, wir halten nochmal den Kopf, wir haben Mike in unserem Fall. Und sobald ich jetzt hier Martin mit einem Stern den speichere, Save Subject, erscheint hier auch Martin. Also das hat irgendwas dann mit den Subjects zu tun. Wir haben jetzt momentan in dieser Session drin einmal unser Ursprungssubject und ein neu angelegtes, sowie A, X und P, farblich kodiert, mit Violett, Blau und Grün und Rot für die Subjects. Und das bedeutet nichts anderes als die folgenden Bezeichnungen. Jetzt, was wir jetzt gerade gesehen haben, hier unten, ist mal das A für das Analog, das ist X1D, das sind Analogdaten. X2D ist das Optische, ich gehe zuerst auf die Daten ein, die wir sehen. P ist das C3D. Das C3D können 3D-Daten sein, zum einen, es sind immer 3D grundsätzlich. Dann können es labeled oder auch sogar modellierte Daten sein. Modeled heißt, wir haben schon einen Model-Output, in unserem Fall Winkel. Nur anhand von C3D kann man es nicht unterscheiden. Dafür muss man es öffnen. Dann gibt es das VSK, das ist unser Mainline, in Rot hinterlegt, Mike und Martin. Was wir dann auch noch im Hintergrund haben in der Datenbank, sind die ENF-Dateien. Da drin stehen Database-Infos, wie zum Beispiel in unserem Fall würde drin stehen Modified, das Datum und so Sachen stehen hier drin. Dann haben wir ein System-File. Im System-File drin stehen die Kalibration. Die Kalibration der Kraftmessplatte, Skalierungsfaktoren, also nicht der Kameras, vom EMG steht die Information drin und im Kalibrationsfile, das ist XCP, steht die Kalibration der Kameras und die Positionen im Raum, sowie auch der Start- und der Endzeitpunkt von der Aufnahme. Das zeige ich jetzt gleich. Man kann immer schön in Nexus drin, direkt, wenn man in einer Session ist oder wo man nicht immer ist, direkt über den Explorer gehen, den Explorer öffnen und den ziehe ich jetzt mal rüber, dass wir das auch sehen. Und jetzt können wir das gleich anschauen, was wir jetzt hier haben, was zu einem Trial gehört. In unserem Fall gehört zu einem Trial das XCP, das ist die Kalibration, was wir gerade gesehen haben. Ich mache es mal ein bisschen kleiner, dass wir das vielleicht parallel sehen, neben dem hier. Dann haben wir das X2D, das sind die rohen Kameradaten. X1D ist das rohe Analog, wie schon erwähnt. Dann haben wir ein ENF-File, das kann ich mal öffnen. Mit dem Editor lässt sich das öffnen. Und in unserem Fall steht jetzt hier drin, FP2 equals left und so weiter. Description, Creation Date, die Sachen stehen hier drin, Subject. Dann haben wir ein System-File. Im System-File drin steht unser Kraftmessplatte, also was die Konfiguration der Kraftmessplatte, wo sich die im Raum befindet. Hier haben wir auch noch Digital Devices, das heißt, wir haben vielleicht noch ein EMG digital aufgezeichnet. Es kann mehr haben, als wir jetzt hier definiert haben. Das ist aber eigentlich grundsätzlich das absolute Minimum. Dann haben wir daraus folgend das C3D-File, was wir soeben gesehen haben, die 3D-Daten. Und das ist eigentlich das Minimum am Paket, ich mache nochmals das hier auf, was man haben muss, um überhaupt von einem Datensatz eine Rekonstruktion in 3D sinnvoll zu machen. Wenn man kein Analog hat, dann würde X1D fehlen, dann wäre das nicht dabei. Gut. Jetzt haben wir das hier gesehen, was die einzelnen Sachen hier bedeuten. Angenommen, ich habe jetzt meine eigene Datenbank, das ist jetzt die Eclipse. Wir gehen immer davon aus, wir nehmen einfach direkt auf in der Eclipse. In unserem Fall haben wir die Eclipse-Datenbank. Gehe ich mal Save Changes, ja, speichere ich. Gehe ich mal eins zurück. Und die fängt jetzt hier an mit Y-Con Sample Data. Das ist die Datenbank. Hier drin
Einfach um die Struktur zu zeigen, haben wir Baseballaufnahmen, Cricket, Cycling, Gate. Wir waren so eben im Gate drin, werden auch Golf, Table und Treadmill Running. In unserem Fall gehe ich wieder zu Gate, nur zum Zeigen. Ich möchte noch eine Spalte hinzufügen, zum Beispiel für Webinar. Also ich habe hier Cory, Mike und Webinar. Webinar ist auch bei mir ein Proband sozusagen. Das sehe ich hier im Männlein. Und jetzt möchte ich dem Probanden noch ein Geburtsdatum hinzufügen, hier oben drin. Aber eine zusätzliche Spalte, ist egal, wie die heißt. Dafür gehe ich hier rüber und dann sage ich jetzt hier Configure Column Type. Also ich kann aufnehmen mit dem Standard, was Vicon mitliefert, an Datenbank, oder ich kann auch noch weitere Spalten hinzufügen, indem ich diesen Column Type öffne und einfach sage, das ist Standard hier oben, Add Column Type. In unserem Fall sage ich jetzt mal Birth Date. Noch richtig schreiben. So. Und hier unten schreibe ich dasselbe rein. Und vielleicht noch ein R dazu. Das hilft für die Erkennung nachher. Birth Date. Und hier unten auch. Birth Date. Dann kann ich das einfach so übernehmen, wie es jetzt hier ist. Dann sage ich okay. Jetzt kann ich nochmal öffnen und schauen, dass es tatsächlich hat, weil es gleich zugemacht hat. Configure Column Type. Ziehe ich nochmals rüber. Und wir sehen hier unten Birth Date. Wenn ich das habe, dann sage ich okay. Jetzt kann ich ganz einfach hier mit der rechten Maustaste reinklicken und sage Insert Column of Type, Birth Date. Und ich habe ein Birth Date erhalten. Ich kann das in der Breite verändern, wie ich gerne möchte. Und das bleibt dann so. Jetzt kann ich bei mir, beim Webinar-Session zum Beispiel 01 01 2000 reintun und dann ist das hier drin. Das gehört jetzt zu dem Subject, in unserem Fall Webinar. Der hat noch keinen Mic. Und diese Information, wenn ich jetzt einen Schritt zurückgehe, bleibt hier drin, beziehungsweise die befindet sich hier drin in diesem ENF-File, was wir vorher gesehen haben. Das ist entweder Trial zugehörig, Session oder Probanden zugehörig. Und hier drin wurde das abgelegt. Hätte ich jetzt erwartet, hat es nicht gemacht. Nee, sorry, hier drin. Natürlich unter Webinar. Und dann sage ich Entry Key 01 01 2000. Das ist mein Geburtsdatum. Also nicht meins, sondern dem vom, das vom, von meinem Probanden hier, was ich angelegt habe. Und jetzt haben wir dem Webinar ein Birthdate hinzugefügt. Das geht ziemlich einfach. Kann man einfach hier drüber gehen. Configure Column Type und noch weitere Spalten generieren, wenn man die gerne hätte. Der nächste Schritt ist, was wir jetzt als erstes gesehen haben, war ein Subject Preparation. Was immer sehr hilfreich ist, bevor ich weitergehe, ist immer zu wissen, ob es Shortcuts gibt. Shortcuts gibt es und zwar an Hotkeys hier drin. Das ist zum einen ziemlich ausführlich. Wir haben es jetzt. Der Einfachheit halber haben wir so Flyer erstellt. Die habe ich jetzt hier drin, einen zumindest davon. Und zwar, wenn ich das rüberziehe, dann gehe ich einen Schritt weiter. Das ist zum einen Cheat Sheet. Da sehen wir die Makropositionen vom Plugin Gate CGM21, CGM23. Und auf der nächsten Seite hat man diese Useful Hotkeys, die nichts anderes sind als die, die man auch direkt in Nexus findet. Die sind sehr hilfreich, vor allem wenn man zum Beispiel Events verwenden möchte, kann man mit Pfeiltasten arbeiten. Oder man kann die 3D-Ansicht verändern. Das bin ich nicht eingegangen. Kann man mit der Maus machen. Das ist die linke Maustaste. Rechte Maustaste ist wie ein Zoom. Und beide zusammen kann ich es verschieben. Das kennt sicherlich jeder schon von euch. Jetzt haben wir den Subject Preparation abgeschlossen. Wir sind da auf ein paar kleine Lücken eingegangen, wie man das macht. Ich möchte ein bisschen weitergehen in den Lücken. Und zwar bei den Gaps. Dankeschön, Fabian. Bei den Gaps möchte ich jetzt als erstes mal die Gaps anschauen. Ich habe hier einen größeren Gap gemacht, einfach zum zeigen, wie der aussieht. Und zwar, der ist massiv größer. Da habe ich jetzt einen gewählt mit 15 hier drin. Und den wollte ich explizit nochmals kurz zeigen.
Und zwar hier am Becken haben wir immer wieder Verdeckung. Der Arm schwingt vor den Lasi oder vor den Rasi-Marco. Und das ist ein bisschen umständlich, wenn ich jetzt jedes Mal den von Hand füllen muss. Das heißt, ich zeige jetzt mal einmal, wie man es von Hand füllt und wie man das dann nachher in die Pipeline übernimmt. In unserem Fall füllen wir den einmal von Hand, dass wir einfach das sehen, was der macht. Und es hat er hier gesagt, ich würde den Marker hier hinsetzen, das gefällt mir viel. Jetzt angenommen, ich habe die Übung, muss ich jedes Mal wiederholen, immer wieder füllen, dann mache ich das, automatisiere ich das, Ctrl-Z, dann gehe ich ein paar Frames zurück, wo alle Marker sichtbar sind. Und jetzt möchte ich das direkt als Pipeline-Funktion übernehmen. Ich gehe zurück zu meiner Pipeline, ich fange irgendwo mit einer Pipeline an und fülle die dann langsam auf mit den Sachen, die ich gerne hätte. In unserem Fall Fill Gaps und dann fülle ich jetzt hier mit einem Richer Body. Jetzt der Richer Body ist dieselbe Funktion. Ich mache einen Hüpfer und gehe zurück wie die Funktion hier. Ich kann jedoch festlegen, welche Marker das verwenden sollte. In unserem Fall habe ich jetzt hier Trajectory Selected. Das heißt, ich wähle jetzt die Trajektorien, 4 Stück. 3 brauche ich, um die vierte zu berechnen, also die Lücke der vierten. Die wäre jetzt hier. Jetzt möchte ich nicht jedes Mal das selektieren. Wenn ich das einmal selektiert habe, die ich haben möchte und zu einem Richer Body gehören, dann kann ich jetzt hier das Makro ausschalten. Beim Ausschalten des Makros werden direkt die ausgewählten Namen übernommen, fix. Das heißt, er würde bis zu 25 Frames vom Selected Start, vom Anfang vom Trial bis Ende vom Trial, würde er eine Lücke, die in einer dieser 4 Marker vorkommt, füllen, sofern die anderen 3 vorhanden sind zu dem Zeitpunkt und es nicht länger als 25 Frames sind. In unserem Fall hüpfe ich wieder zur Lücke hin, dass wir da auch was sehen. Hier ist unsere Lücke. Und jetzt kann ich direkt meine Pipeline-Funktion ausführen. Jetzt, wenn ich das mehrmals habe, Fill Gaps, zum Beispiel einmal für Kopf, einmal für Becken, einmal für Thorax, kann ich es nicht mehr unterscheiden, dann kann ich das hier rein tun. Dann will ich jetzt hier den Namen einmal anklicken, dann kann ich reinschreiben, dann schreibe ich jetzt hier rein Pelvis und dann sagt er hier Pelvis Fill Gap, dann weiß ich genau, dass das Segment Pelvis, wenn ich das ausführe, dann füllt er mir diese Lücke hier, die ich jetzt hier hatte, über einen Rigid Body Fill. Gut, das ist jetzt mal soweit zum Rigid Body Fill. Auch hier habe ich einen kleinen Reminder drin, deshalb verwende ich ab und zu die Description. Da kann ich jetzt schauen, Quality, ich soll nochmal die Qualität anschauen. Jetzt hätte ich noch 7 Lücken, die gehe ich jetzt nicht alle einzeln durch. Das nächste ist, wenn wir noch Daten haben, die wir kontrollieren möchten. Ich habe jetzt einen Datensatz genommen, dupliziert und da mehrere Sachen Fehler eingebaut. Das eine war eine größere Lücke, um hier ein Richer Body Fill zu zeigen, in der Pipeline drin, dass ich es nicht jedes Mal neu machen muss. Das nächste ist Events. Beim Left Foot Off habe ich einen Fehler eingebaut. Das werden wir jetzt gleich sehen. So etwas kann immer auftreten. Und zwar meistens sieht man das dann nachher erst im Nachgang, wenn man die Daten anschaut. In unserem Fall kommen Fehler von der Kraftmessplatte, wo vielleicht keine Kraft vorhanden ist, in den Momenten zum Vorschein. Das heißt, ich schaue jetzt gleich mal hier den Left Ankle Moment an. Left Knee, Left Ankle Moment. Weil ich weiß, der Fehler ist hier drin. Deshalb. Wenn ich jetzt hier etwas habe mit einer Lücke, dann ist nicht Null da, sondern einfach nichts. In unserem Fall haben wir jetzt einen Zahlenwert, da haben wir keinen Zahlenwert. Jetzt kann ich, wenn ich da schnell reinzoomen möchte, kann ich mit Alt, rechte Maustaste von unten beginnend, raufkommen oder runtergehen, da wo die Lücke ist, eine Box ziehen, dann zoomt er mir hier automatisch rein. Also Alt und rechte Maustaste im Graphfenster ist sehr hilfreich. Und was wir jetzt hier sehen ist, dass der keinen Wert hat für den Left Ankle Moment. In unserem Fall habe ich das künstlich gemacht, nur zum zeigen. Und das kommt daher, dass die Kraft von der Kraftmessplatte eigentlich hier aufhört, der hat hier nichts mehr. Und jetzt denkt er sich, er sei immer noch in der Stammphase drin. Von hier bis hier ist Stammphase. Ich zeige das mal kurz.
indem dass ich mit dem Cursor hin und her hüpfe. Die Stammphase links fängt hier an und geht bis hierhin. Und zu diesem Zeitpunkt denkt das System bzw. Nexus oder Plugin Gate, es sei immer noch in der Stammphase. Das heißt, dieser hintere Event ist falsch gesetzt. Jetzt kann ich den entweder händisch verschieben oder der wurde sogar händisch falsch gesetzt, ist auch möglich. In unserem Fall möchte ich den händisch verschieben. Ich gehe hier drauf, Enter Event Identification Mode und jetzt empfehle ich immer, alles über die Tastatur zu machen, die Events zu setzen. Und zwar, wenn ich, sobald ich irgendwo reingehe in die Timebar, egal wo ich bin, hüpfe dahin, wo gerade die Maus ist. Da mache ich das so, ich hüpfe dahin grob, wo ich sein möchte, gehe raus und dann lasse ich die Maus in der 3D-Ansicht einfach außerhalb des Timebars und dann verwende ich die Pfeiltasten nach vorne und dann sage ich, hier habe ich noch eine Kraft, zum Beispiel hier, und jetzt setze ich den Event um, indem dass ich jetzt mit der Pfeiltaste links und rechts den richtigen Zeitpunkt auswähle, Pfeiltaste oben nach unten, wähle ich den richtigen Fuß aus, left oder right, in unserem Fall left, und jetzt drücke ich einfach mal Enter und jetzt sagt er mir, create event, Mike, general oder foot off, ich gehe von unten nach oben, oder foot strike, in unserem Fall ist es ein foot off. Jetzt weiß ich, dass der zweite foot off fehlerhaft ist, ich schaue immer, dass ich mit der Maus nicht durch die Timebar durchgehe, dann hüpfe ich zum falschen Event und drücke nochmals Enter, ich bin immer noch auf links. Und jetzt kann ich hier sagen, Delete Mike Foot Off. Wenn ich das gemacht habe, dann habe ich zwar noch hier drin, ich gehe nochmals zurück, sorry, ich habe die Ankle Moment verloren. Ich habe hier drin zwar noch die Lücke, ich schalte jetzt mal den Event aus, dass ich ein Event setzen kann oder verschieben kann. Hier habe ich noch die Lücke, in unserem Fall schauen wir das genau an, hier. Der nächste Schritt ist jetzt, diese Lücke ist entstanden durch die Berechnung von Plugin Gate. Plugin Gate hat geschaut, wo gibt es eine Kraftmessplattendaten und Events dazu und hat gesagt, bis hierhin hatten wir Kraftmessplattendaten, was nicht gestimmt hat. Und jetzt berechne ich mit Plugin Gate neu. Das heißt Process Dynamic Plugin Gate Model Run. Und jetzt geht er davon über von der Stammphase zur Schwungphase und füllt die Information aus der Schwungphase heraus. Gut. Jetzt kann ich das speichern. Run. Jetzt wurde es abgespeichert und ich sehe jetzt gerade, mein Pelvis Philgaps ist eigentlich am falschen Ort. Der sollte eigentlich hier oben sein. Ich könnte jetzt den hier hinsetzen, zum Beispiel abspeichern und dann habe ich wieder die richtige Reihenfolge, wie ich sie haben sollte. Das heißt, wir haben jetzt einmal gesehen, wie man eine Lücke füllt in der Trajektorie, wie eine Lücke aussehen kann in einem Moment, das berechnet wurde, wie man das beheben kann über ein Verschieben des Events, Richtigsetzen des Events. Sollten die Events total falsch sein, dann lieber nicht verwenden. Kann ja sein, dass man übertretende Kraftmessplatten hat, der Fuß war gar nicht auf der Platte, irgendetwas. Dann diesen Trial einfach nicht verwenden. Das nächste ist, Wrong Label. Wir könnten auch einen Wrong Label, einen falschen Label erhalten haben. Das ist jetzt hier auch vorbereitet. Das sind alles vorbereitete Trials mit Fehler drin, absichtlich. Und zwar habe ich hier, habe ich es mir hingeschrieben, LWRA, habe ich einen Labeling-Fehler drin und der kommt irgendwann mal zwischendrin im Trial. Das kann entstehen, wenn ein Marker nicht gesehen wird. Oder irgendetwas, im Normalfall tritt das nicht auf. Ich sehe jetzt hier schon anhand der Trajektorie, dass etwas nicht stimmt. Wenn ich jetzt diesen Marker anwähle, dann kann ich auch wieder Control Space drücken. Dann zeigt er mir direkt den Namen an. Dann kann ich mit dem Scroll-Knopf nach vorne gehen. Und jetzt sehe ich hier drin, dass der plötzlich eine Vertauschung drin hat. Ich drehe das ein bisschen, dass man es ein bisschen besser sieht. LWRA geht von innen, wo er eigentlich richtig wäre, nach außen und hier haben wir einen Fehler. Jetzt dieser Fehler entsteht dann, wenn zum Beispiel ein Marker nicht sichtbar ist, falsch getrackt wird im Nachgang oder irgendetwas. In unserem Fall möchten wir das jetzt korrigieren und nicht zu viele Daten verlieren. Und das mache ich so, indem ich zum letzten Frame gehe, der noch gut ist.
Also ich gehe immer von links nach rechts, auch wenn es der Proband von rechts nach links geht. Auf der Zeitleiste gehe ich immer von links nach rechts. Das ist für mich der Maßstab. Und ich schaue immer von der Seite, wo ich es am besten sehen kann. Also von jetzt schaue ich links drauf. In unserem Fall gehen wir jetzt auf Labeling. Und wenn jetzt der eine Lücke hat oder einen Fehler oder irgendetwas, dann kann ich diese Konen ziehen hier. Und da kann ich jetzt sagen, von hier bis hier ist irgendein Fehler passiert. Im Labeling drin. Jetzt kann ich hingehen, rechte Maustaste und dann sage ich Delete Range in Trajectory, lösche den. Wenn ich jetzt ein bisschen vorwärts gehe, habe ich nichts drin, keine Information. Und der kommt, hüpft drüber, da ist das auch falsch. Dann mache ich genau dasselbe mit dem. Ich gehe immer ein, zwei Frames zurück und dann sage ich jetzt hier auch, rechte Maustaste, Delete Range in Trajectory. So ist eine Möglichkeit, hier habe ich nichts, keine Information. 2, 3, 4, nach ein paar wenigen Frames habe ich es wieder und da sind die Daten wieder da. Jedoch vertauscht, immer noch. Das heißt, ich mache jetzt, gehe ich zum ersten Frame, wo die Vertauschung entsteht, das wäre jetzt hier, und dann sage ich hier drüben beim Labeling nicht Whole, sonst benennt er die ganze Trajektorium, sondern Forward. Deshalb gehe ich immer von links nach rechts, da kann ich immer Forward arbeiten oder ich gehe immer Backward, beziehungsweise ich merke mir einfach, in welche Richtung dass ich gehen möchte. Und dann sage ich jetzt LWRA, das sollte eigentlich LWRA sein, momentan ist das noch LWRB, dann gehe ich zu LWRA, wähle den aus, LWRA, Forward, kontrolliere das nochmals, benenne den um, drücke Escape, wenn ich jetzt vorwärts komme, dann habe ich hier einen angelabelten, weil ich kann nicht zur selben Zeit zwei Trajektorien haben mit demselben Namen. Und dann sage ich jetzt, das ist LWRB und sage auch Forward. Und wenn wir das jetzt anschauen, dann haben wir jetzt hier eine Lücke von dem, aber keine Vertauschung mehr drin. Die Lücke können wir wie gewohnt dann füllen über LWRA. Ich wähle den an und jetzt sage ich einfach mal, da ist das Spline, ist da wunderbar, das ist nahezu überlagert. Dann sage ich einfach mal mit einem Spline, fülle ich den. Dann habe ich LWRB, der hüpft, kann ich gleich weiter hüpfen. Da kann ich sagen, das Spline macht hier auch Sinn. Das ist eine geschmeidige Bewegung. Dann sage ich auch hier wieder Fill. Schon habe ich diese Falschbenennung korrigiert und ich kann weiterarbeiten mit den Daten und habe keine Handverdrehung drin, die dann plötzlich in der Mitte des Trails anfängt. Das war jetzt hier, wenn es falsch gelabelt ist. Der nächste Schritt ist jetzt, prozessiere ich das Ganze, das heißt, ich gehe dann durch, fülle die Gaps, ich mache es jetzt mit Fill Gaps Watering und dann schaue ich, ob ich noch Lücken habe. Dann habe ich hier in LASI noch eine Lücke drin, das ist dieselbe wie vorhin, weil es war eine kopierte Lücke. Dann schaue ich nochmals weiter, da habe ich hier in Clave noch eine Lücke drin, das heißt, die ist ziemlich am Ende, das ziehe ich mal zu. Ich vervollständige diesen Trail lediglich. Und jetzt sehe ich, dass ich hier keine Lücke mehr habe. Da kann ich, wenn das hier zu klein wird, wenn ich das zu weit zusammenziehen müsste, dann verliere ich zu viel vom Range hier und sehe es nicht. Kann ich hier drauf gehen, dann sage ich hier Set Region of Interest, Cancel, sorry. Doch, Set Region of Interest. Okay, und dann zoomt er, hätte er reinzoomen sollen. Zoom to Region of Interest. Sorry, falsche Funktion. Gut. Jetzt sehen wir hier, wenn ich auf Quality gehe, ich habe keine Lücken mehr. Ich habe noch eine Trajektorie, die ist kleiner als 25 Frames, umbenannt, ein Ghost Marker. Den kann ich jetzt hier auch noch löschen, indem ich hier oben dann dementsprechend Delete Unlabeled Trajectories hinzufüge. Das heißt, ich baue meine Pipeline auf, so wie ich die haben möchte. Und das mache ich dann meistens hier drin vielleicht, hier und speichere das. Und der nächste Schritt ist, ich lösche jetzt den, dann muss der verschwinden. Da kann ich das filtern mit einem Voltering-Filter. Hier verwende ich momentan einen Mean Square Error von 25. Das ist gut. Dann sage ich Run. Für Ganzkörper ist 20 gut, macht man Oxford Foot. Dann verkleinert man den Wert vielleicht auf 5. Process Dynamic Plugin Gate Model. Und am Ende exportiere ich das noch. Jetzt, eine schnelle Kontrolle ist immer,
die Segmente, vor allem die Plugin-Gate-Segmente, die müssen immer innerhalb des Körpers liegen, also eigentlich da, wo die Bones auch sind, beim Körper physikalisch. Und wenn ich das habe, dann kann ich den jetzt speichern, dann ist gut. Ich gehe jetzt nicht auf die Events hier ein, wir gehen einen Schritt weiter, und zwar zum dritten Block. Und zwar, hier möchte ich jetzt beim dritten Block, habe ich einen Datensatz erhalten, einfaches Trials. Ich habe keine Ahnung, was ist jetzt statisch, was ist nicht statisch oder wie ist die Flexion, und da kann ich jetzt suchen. Ich habe jetzt hier ein Suchfenster erstellt. In unserem Fall habe ich gesagt, wenn der Knee Flexion, habe ich so genannt, wenn der Knee Flexion größer ist als 53 Grad, soll er mir die Trials ausgeben. Angenommen, ich hätte jetzt eine Session, die ist prozessiert, da befinden sich mehrere statische drin. Ich gehe davon aus, dass der keine Knee Flexion hat, keine große. Dann könnte ich diesen Zahlenwert hier anpassen und könnte sagen, geben mir alle aus, bei denen die Flexion kleiner ist oder war. In unserem Fall mache ich mal hier größer als 40. Dann kriege ich die dynamischen, speichere das. Und wenn ich das durchlaufen lasse, ziehe ich das ein bisschen rauf. Dann sehe ich, dass ich hier drin von den drei ausgewählten zwei Trials habe. Walking 3, Walking 4. Der hat eine Knee Flexion Extension oder Flexion größer als 52, hier größer als 40, Maximum bei 52 Grad und bei 56 Grad. So kann ich sehr schnell eine Abfrage gestalten. Alles, was ich machen muss, ist hier drauf, sage ich You, dann gebe ich dem einen Namen. In unserem Fall könnte ich jetzt sagen Save. Ich sage dem einfach irgendwas. R. Knee. Flex. Könnte sein, dass ich irgendeinen Datensatz habe, bei dem jemand keine Flexion hat rechts. Das wollte ich. Ja, irgendwie so. Dann haben wir hier Trial. Dann haben wir hier drin den Trial. Das ist richtig. Dann habe ich nicht ein Subject Measurement, sondern ich habe ein Joint Angle. Und beim Joint Angle kann ich jetzt auswählen, Right Knee, wo das auch immer kommt, Right Pelvis, Knee Flexion Extension. Und dann sage ich ihm zum Beispiel hier einen Wert, Maximum, also größer, kleiner kann ich auswählen, gleich, ungleich. In unserem Fall mache ich da mal 50, speichere den. Und da kann ich nochmals nach dieser Abfrage schauen. Und jetzt bringt er gar nichts. Knee Flexion Angle 50 calculates all values, evaluates maximum. Vielleicht ist das nicht mehr angewählt. Dann schauen wir das noch an, dass wir den neu anwählen. Und ich komme zurück und lasse den mal laufen. Und er hat es nicht gemacht. Vorführeffekt, dann sagen wir hier mal 40. Was hat er jetzt hier gemacht? Ich muss mal ganz kurz schauen. So. Space, Mark 3 Notes und dann gehe ich hier drauf und dann sagt er mir hier 49 Grad, deshalb ging es vielleicht das erste Mal mit 50 nicht. Wie auch immer, jetzt haben wir 49 Grad hier drin und dann kann ich jetzt sehen, die zwei haben das Maximum hier. Ich kann natürlich auch diesen Wert kleiner wählen, muss ja nicht 40 sein. So kann ich sehr schnell etwas suchen oder ich kann nach Body Mass suchen. Ich suche mir einfach alle Probanden raus, die größer sind oder schwerer sind, nach Größe, nach irgendetwas kann ich suchen, was ich gerne hätte. Wichtig ist hier, sollte mal das nicht erscheinen, hier, das kann es geben, das wähle ich jetzt nochmals ab. Clear all marks. Angenommen, das Fenster, was ich jetzt hier gerade gesehen habe, nicht gut kommt, dann kann es irgendwie an dem liegen, dass das hier zu weit drüben ist. Als Beispiel so, dann kommt es nicht. Sobald ich Punkte habe, kann ich das verschieben. Auf der Seite passiert dasselbe. Wichtig ist einfach, wenn mal ein Fenster nicht aufgeht, darauf achten, ob es Punkte gibt, links oder rechts, und dann dementsprechend rüberziehen. Gut, in unserem Fall gehe ich jetzt einen Schritt weiter. Wir haben jetzt die Suchfunktion gesehen. Das nächste ist der Quick Report. Der Quick Report ist nichts anderes, als einen schnellen Report zu erstellen. Und zwar hierfür öffne ich den Trial, die ich nachher visualisieren möchte im Quick Report.
Man kann es auch in der Pipeline machen. Und dann sage ich hier oben Add Quick Report. Jetzt hat das dem Quick Report hinzugefügt. Mache ich dasselbe für den Trial 4, Walking 4. Add to Quick Report. Füge ich auch hinzu. Und jetzt, das empfehle ich für eine schnelle Konsistenzprüfung. Dann kann ich auf Window gehen, Quick Report. Und das ziehe ich jetzt mal hier rüber. Und dann wähle ich jetzt das aus, was ich gerne haben möchte. Ich sage jetzt wieder gerne Kneeling Angles. Und jetzt sehen wir hier Display Mode. Ich mache es mal größer. Habe ich Subject hier oben, dann Single. Ich kann aber auch sagen Overlaid. Dann kriege ich alle Graphen überlagert. Also angenommen, ich hätte jetzt Events extrem falsch gesetzt. Dann will ich das hier ziemlich schnell sehen, weil dann wäre die Konsistenz nicht gegeben. Das kann ich mir natürlich auch abspeichern als Vorlage, was ich gerne haben möchte. Oder ich habe schon eine abgespeicherte Vorlage. In unserem Fall habe ich noch keine. Ich kann das speichere ich mal. Dann sage ich einfach mal hier Test. Und dann kann ich den zu einem späteren Zeitpunkt, kann ich mir genau die Anzeige, die ich jetzt hier habe, ich könnte jetzt sagen, ich will auch die Neck Angles sehen, wieder öffnen. Gut, das lässt sich auch exportieren als PDF. Ich mache jetzt da mal ein PDF, das nenne ich auch wieder Test. Export. Und jetzt schauen wir mal, Export. Ich schaue mal, ob ich den gleich öffnen kann hier drin. Dann sage ich mal öffnen. Und hier drin habe ich dann meinen Report. Habe ich es einfach eine Abkürzung genommen, über Speichern habe ich es geöffnet. Mit rechter Maustaste kann ich das dann direkt anschauen. Und dann kriege ich diese ganzen Parameter raus, wie Kadenz, Walking Speed und so weiter. Ob ich jetzt Polygon habe oder nicht, erhalte ich direkt diese Information und woher die Daten gekommen sind. Und alle Gangzyklen mit All Left, All Right. Okay. Wenn ich das jetzt habe, dann habe ich einen Quick Report, ich bin zufrieden mit den Daten. Sollten die fehlerhaft sein, angenommen ich habe hier einen Ausreißer irgendwo, dann kann ich einfach mal schauen, welcher das ist. Und dann sage ich, ja okay, der könnte noch hier sein, also bei dem wäre es dann drin. Und dann sage ich hier dann, es ist ja ein, sage ich None, beziehungsweise All. Und hier sage ich dann All, nicht Overlaid, sondern Single. Und jetzt kann ich die einzelnen Zyklen anwählen, bis ich den fehlerhaften finde. Den kann ich dann nachher korrigieren. Das könnte sein, ist der Marker abgefallen, hat irgendwie noch eine Lücke oder irgendeine Vertauschung drin. Und so kann ich dann das hier drin ziemlich schnell korrigieren, kontrollieren und im Nachgang in Nexus dann korrigieren. Das mache ich jetzt mal zu. Quick Report lässt sich schließen über das Window. Quick Report, dann ist es wieder weg. Gut. Der nächste Schritt ist jetzt hier, wenn ich jetzt anthropometrische Daten anschaue, dann muss ich die von Hand eingeben. Das haben wir beim ersten gemacht. Es ist immer die Frage, was gebe ich da ein? Dafür gibt es Dokumente, die habe ich abgelegt. Und zwar, ich zeige das mal kurz, mache den mal so, genau. Dann haben wir hier Plugin Gate, Documentation Plugin Gate. Da habe ich die Segmentwinkel angegeben. Progression Frame, Plugin Gate Reference Guide und ein Plugin Gate Vicon WebEx Training. Jetzt beim Reference Guide haben wir drin, was wir da genau messen möchten, messen müssen. Das ist sehr ausführlich. Es gibt auch Kurzversionen, die kann man dann einfach runterladen oder eine kurze E-Mail und ich schicke es zu. Sollte ein Dokument fehlen, das man gerne hätte. Das ist soweit hier alles drin. Das haben wir heute jetzt alles angeschaut. Plugin Gate vor allem. Aber das Wichtigste haben wir noch nicht angeschaut. Das war eigentlich, wie platziere ich die Marker? Wir gehen immer davon aus, wir platzieren die Marker richtig. In unserem Fall gibt es ein WebEx Training, ein PowerPoint vom Gabi. Das ist sehr ausführlich. Ich gehe es einfach mal durch. Das kann jeder dann selber mal anschauen. Aber ich gehe die wichtigsten Punkte durch. Wir haben meistens drei oder vier Marker am Becken. Mindestens Lasi, Rasi, Sacrum oder Lipsi und Ripsi. Diese vier Marker definieren das Becken und die Beckenlage im Raum. Jetzt, wenn ich die Beckenlage im Raum habe,
Dann kann ich ein Koordinatensystem reinlegen. Dann gibt es Funktionen mit einem ASIS to 100 Distance. Das ist der Abstand von dem ASIS Marker horizontal nach hinten, also in Beckenebene nach hinten. Und der ist maßgeblich dann dafür da, wo das Hüftgelenkszentrum liegt. Jetzt der ASIS to 100 Distance, auf den gehe ich nur ein, weil das sehr signifikant ist. Wenn man Kinder aufnimmt, bei Kindern mit wenig oder mit kurzen Beinen, also eine kleine Beinlänge, also angenommen die Beinlänge wäre 500 mm, dann hätte ich jetzt 0,12 mal 500, das wären um die 60, davon ziehe ich 48 ab. Das heißt, das Hüftgelenkszentrum läge dann genau nur gerade mal 12 mm hinter dem Lasimakum. Das ist sehr wenig. Das heißt, dieser ASIS to 100 Distance sollte man bei Probanden mit Beinlängen kleiner als 500 oder 700 mm um den Dreh herum sollte man die messen und eingeben. Dann, hier ist die Formel vom Hip Joint Center, wie auch immer, kann dann jeder genau anschauen, aber das Maßgebende ist eigentlich dieses C-Faktor, ASIS to 100 Distance. Und wenn der jetzt runtergerechnet wird über die Beinlänge, dann kriegen wir hier unten die Hip Joint Center. Dann gehe ich jetzt einmal weiter. Wenn ich die Hip Joint Center habe, dann wäre das Hip Joint Center hier, der Thigh Marker hier, der Kniemarker hier. Dann legen wir hier drüber einen Taleskreis bzw. eine Ebene rein. Das heißt, der Thigh Marker ist für die Rotation des Oberschenkels dann verantwortlich, für die Lage, sage ich mal, sowie dann auch für die Knieachse, die Lage der Knieachse. Und dann würde ich hier eine Ebene reinrechnen. Ich gehe es einfach durch, damit es jeder mal gesehen hat. Und wenn ich die Ebene habe, dann kriege ich auch den Knee Joint Center, indem dass ich von hier drin, ich gehe einen Schritt zurück, hier rein rechne ich dann die Hälfte vom Kniegelenksdurchmesser. Und dann habe ich den Knee Joint Center, dann mache ich genau dasselbe im Nachgang für den Shank, also für den Unterschenkel. Da habe ich auch den Tibia Marker und den Ankle Marker. Da mache ich genau dasselbe. Ich lege dann auch wieder eine Ebene rein vom Knee Joint Center. Sehe ich im nächsten Bild hier. Ich gehe eins weiter. Die Ebene reinlegen. Dann auch wieder einen halben Sprunggelenksdurchmesser reinrechnen. Halben Markerdurchmesser wird immer berücksichtigt. Und dann erhalte ich das Sprunggelenkszentrum. Fuß ist so definiert über Heel and Toe Marker. Kann ich über Foot Flat in Plugin Gate, in der Pipeline-Funktion, rausrechnen, wenn das schräg geklebt sein sollte. Wenn man jedoch spitzfüßig geht, oder jemand hat eine Spitzfüßigkeit, darf man keinen Assume Foot Flat machen. Dann ist immer wichtig beim Modell, dass man überhaupt eigentlich weiß, was das Modell macht. Create a Segment, Static Trial No. Das ist einfach so ein Flowchart fürs Plugin Gate, was ich vorher kurz erwähnt habe mit Foot Flat. Option, yes, no und so weiter. Dann haben wir hier die Lage vom Fuß und die Ankle Joint Center und vom Ankle Joint Center. Dann werden hier noch 5 Grad abgerechnet oder dazugerechnet. Das ist dem Modell fix hinterlegt. Und hier sind dann einfach die ganzen Referenzen, woher alles gekommen ist. Und wenn da Fragen sind, bitte kurze E-Mail. Wir helfen da gerne weiter. Das ist soweit das Plugin Gate hier abgeschlossen. Hier drin, was wir vorher gesehen haben. Gehen wir da ein bisschen größer. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich alles, was hier drin ist und dynamisch berechnet wurde, wird anhand dieses Modells vom Plugin Gate so berechnet mit Kniewinkel und so weiter. Alle Outputs hier sind dann so berechnet. Oberkörper bin ich nicht eingegangen. Das ist mit hier dabei. Gut, weiter habe ich hier im Ordner drin, neben diesen Dokumenten, die relativ wichtig sind, noch weitere Videos. Das ist zum CGM 2. Quick Report haben wir gesehen, das kann jeder nochmals anschauen, wie man das dann im Einzelnen macht. Angenommen, ich gehe nochmals auf Quick Report ein, ich möchte zu jedem Trial, den ich jetzt aufbereitet habe, automatisch den dem Quick Report hinzufügen, ohne Add to Quick Report. Dann kann ich das hier unten machen, in einem Add to Quick Report
Das sollte irgendwo hier drin sein. System. Jetzt ist die Frage, wo ist das? Add crop, auto crop, subject. Irgendwo gibt es eine Funktion, add to quick report, file import. Ich gehe es mal durch. Es gibt so viele. Run. Add try to quick report. Den könnte ich jetzt hier direkt, ich zeige das mal kurz, ich speichere das ab. Zum Zeigen, Window Quick Report, der ist jetzt noch hier drin. Dann mache ich Remove Selected, Remove Selected. Sind die weg? Add Quick Report, Run. Dann ist der wieder da, sobald ich Quick Report öffne. Ich mache jetzt einfach mal einen Heap Angle, ist egal. Gut, so kann ich dann den immer dazufügen oder eine einzelne Pipeline-Funktion machen, die einfach meine Trials, die ich haben möchte, zu Quick Report hinzufügt. Dann schalte ich das wieder ab. Jetzt hier bei dem Modell haben wir die Beinlänge, also jetzt bei Mike konkret, bei mir war es vorher unter Martin, haben wir die Beinlänge hinzugefügt, das sind so Zahlenwerte. Es gibt auch Modelle, die direkt die Beinlänge berechnet, wenn man innere Kniemarker und innere Sprunggelenksmarker klebt. Das möchte ich kurz als Ausblick zeigen. Da kommt ein One-Page noch bei uns auf die Webseite. Das ist das VCAD-Modell. Und zwar das dann hier drin. Und danach kommen wir dann bald schon zum Abschluss von dieser Web-Session. Und zwar das VCAD ist hier. Einfach um die Stärke zu zeigen. Das VCAD besteht aus einem, in unserem Fall nur aus einem statischen Trial. Auf den dynamischen haben wir verzichtet. Und jetzt kann ich hier Virtual KAD. Wir fangen an mit der Reconstruction und da passiert gar nichts, das ist interessant. No. Okay, das ist immer gut, wenn etwas nicht funktioniert. Wie auch immer, ich glaube, da hat es einen Bug drin. Pipeline ended. Ich weiß nicht, was da los ist, dass der nicht läuft. Vielleicht ist da irgendwas faul. Kamera sollte zwar da sein. Window, Options, Camera Positions. Sollte eigentlich da sein. Keine Ahnung. Anscheinend hat es das zerschossen in der Zwischenzeit. Wie auch immer, mit diesem Modell. Ich glaube, der Fehler liegt daran, dass ich vorher was rausgelöscht habe. Ich muss das mal ganz kurz schauen. Karl. Das ist ein ja, ich weiß. Merci. Das habe ich wahrscheinlich vorher rausgelöscht. Und zwar, ich brauche einen Augenblick. Ich habe vorher Trials rausgelöscht, um aufzuräumen. Das war nicht optimal. Plugin Gate, machen wir Data, Control AC. Und der Lars hat mich darauf hingewiesen, wahrscheinlich liegt es daran, dass hier drin ein File fehlt. Control V, Control AC, Control V. Ich bin jetzt gerade am Schauen, wo das ist. Dateien in Ziel ersetzen. Und jetzt gehe ich eins zurück. Pipeline ended. Irgendwie klappt es dennoch nicht. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt. Ich gehe mal einen Schritt weiter. Es hat sich irgendwie zerschossen. Und zwar, nee, das XCP ist nicht leer. Muss man ganz schnell schauen hier. Call 01. Ah. Ursprung gelöscht an. Control C. Ich habe jetzt keine Ahnung, woher es gekommen ist. Dieser Fehler. Control V.
So, also ich gehe jetzt mal da drauf. Window Options Close Subject. Ich füge jetzt einmal ein Subject hinzu, dann sehen wir das gleich. Attach Labeling Skeleton Template. In unserem Fall wäre das das Plugin Gate AI VCut. Also irgendwas hat es zerschossen. Ich habe es auf das originale Prozessierte zurückgegriffen. Ich mache jetzt einfach mal hier Quick and Dirty zum zeigen, was da passiert. Mache ich mal die Model Outputs, die lösche ich mal. Und jetzt gehen wir hier einen Schritt zurück. Und Marker Diameter muss ich eingeben. In unserem Fall war das 14. Body Mass gebe ich ein. Und die Height muss ich eingeben. Und dann haben wir hier unten, die Beinlänge haben wir nicht, die wird automatisch berechnet. Und zwar bei diesem VCut-Modell über den Rasi-Marker zum mittleren Knie-Marker, zum medialen und zum medialen Sprunggelenks-Marker. Das heißt, wir fangen jetzt hier an mit einem Scale, dann Static Skeleton Calibration, dann wird der reinkalibriert, das Labeling-Modell. Jetzt rechne ich ein virtuelles KAD rein. Dann nachher berechne ich die Beinlänge, die sollte dann gleich erscheinen, sobald ich den nochmals anwähle. Dadurch reduziere ich Messfehler, falls nötig. Und Knee Width und so weiter. Ankle Width wird auch berechnet über die Distanz zwischen dem Marco. Dann kann ich die Lead Unlabel Trajectories. Process Static Gate Model, das ist Plugin Gate. Und Plugin Gate nimmt jetzt die Lage vom Knie über das KAD-Modell, das Knee Alignment Device, und berechnet die Rotationsoffsets vom Oberschenkel, vom Unterschenkel, sowie auch berechnet er hier die Tibial Torsion rein. Und die Information stehen wir dann nachher für die dynamischen Trials zur Verfügung. Pipeline ended. Jetzt ist das ein bisschen ein Hickhack gewesen, es tut mir leid. Da hat es irgendwas zerschossen vorab. Aber so kann man dann ziemlich zügig arbeiten, Messfehler reduzieren. Am besten immer kurz anrufen, wenn man ein großes Projekt hat. Wie kann ich das automatisieren? Man kann es zum einen hier über Bodybuilder-Modelle machen oder natürlich selbstverständlich auch über ProCalc, das neuere Tool von Lasse. Und da kann man auch viel mehr machen über ProCalc. Da stehen die Türen also ziemlich offen. Das werden wir in einem späteren Webinar sehen. Und hier möchte ich jetzt mal kurz auf einen Ausblick gehen vom Nachher. Und zwar schaue ich mal, ob der Fabian gleich kommt. Und zwar, wir haben die Cheat Sheets gesehen. Wenn Fragen sind dazu, Cheat Sheets können wir immer zustellen. Die kann sich dann jeder selber ausdrucken. Und das ist der Ausblick. Und als Abschluss möchte ich dann noch kurz ein Video zeigen, wie eine automatisierte Ganganalyse aussehen kann heute. Dafür haben wir mal ein Video erstellt und das ziehe ich gerade rüber. Da brauche ich einen kurzen Augenblick. Der Fabian ist schon da. Das heißt, ich beeile mich ein bisschen und Ctrl C. Und da. Da. Ctrl V. Okay. Und der Fabian übernimmt jetzt und dann im Anschluss zeigen wir noch das Video, wie die effiziente Ganganalyse ausschauen kann heute und dann noch Fragen. Okay, Fabian?